Ich habe heute so ein Video gesehen, Bruder, auf TikTok. Das hat mich auf YouTube, das hat mich so wütend gemacht. Bro, das hat mich so wütend gemacht. Das ist einfach Politik. Wisst ihr, ich meine, die sind einfach auf einem geistigen Level von einer Kakerlake. Das sind die Leute, die dann entscheiden, welche Impfung dein Kind kriegt, auch von dir zu Hause, dein Vater, wie er behandelt wird und sonst was, Digga. Und ich finde das ganz schlimm. Ich zeige euch gleich ein Video, ich möchte das mit euch angucken. Das müsst ihr sehen, damit ihr versteht circa, wohin ich gehe mit meinen Gedanken, wenn ich über solche Leute rede. Das ist sehr schlimm. Ganz schlimm, Digga. Oh mein Gott, das hat mich so aggressiv gemacht. Bro, du hast keinen Plan. Warte, Kopfhörer. Gut, jetzt können wir das uns geben. Okay, bitte achtet nur auf die Gesichtsexpressionen von den Menschen. Es ist jetzt ein sehr sensibles Thema, okay? Diese Blut und die Katastrophen. Und Bro, sind viele hunderte Menschen gestorben. Wirklich, es ist nicht zu spaßen. Und Merkel spaziert da über so ein, keine Ahnung, drei Pfützen und lässt überall in der Zeitung Dings. Ich fick deinen Spaziergang, Bruder. Die Leute brauchen da Geld, brauchen Strom. Und ja, vor allem das Wichtigste, was sie gebraucht hätten, wäre eine frühzeitige Warnung. Yo, Leute, ein ganz schlimmer Sturm kommt. Wasserüberflutung. Es kann sein, dass ein paar hundert Leute sterben. Evakuieren bitte die Stadt oder jenes, dieses. Das wussten die alles, okay? Das wenigstens, da scheiß auf Geld. Aber jetzt auf die Frage der Reporter. Man muss auch an der Stelle Bildhack, erstes Mal in meinem Leben, habe ich einen Beitrag gesehen und der Reporter, es gibt hier einen Reporter, wirklich Respekt. Erstes Mal im Leben. Mit 165 Toten stehen schwere Vorwürfe im Raum. Bruder, 165 Tote. 165 Tote. Das europäische Hochwasserwarnsystem EFAS soll die Regierung schon am Samstag vor einer drohenden Katastrophe gewarnt haben. Also damit ihr das wisst, am Samstag, ein paar Tage bevor das passiert ist, wusste eine Organisation, die dafür zuständig ist, Wetter im Auge zu behalten, dass so eine Katastrophe kommt. Der Staat hat einfach nicht reagiert. Dachten sich so, hä, juckt nicht. Journalisten wollen von Vertretern der Ministerien nun wissen, warum diese Warnungen nicht an die Anwohner weitergegeben. Ganz wichtig, Leute, das sind jetzt die offiziellen Vertreter der ganz hohen Leute. Also wirklich, die sind ganz oben, die sind zuständig quasi. Die dürfen mit der Öffentlichkeit über dieses sensible Thema gerade reden, wo das ganze Volk wütend ist, okay? Weitergegeben wurden. Doch alles, was sie zu hören bekommen, peinliche Ausreden. Bitte die. Oh. Und absolute Ahnungslosigkeit. Wann genau hat denn die Bundesregierung erfahren über das europäische Hochwasserwarnsystem, dass es eine dramatische Hochwasserlage geben wird? Und was ist genau dann? Die ganzen Scheiben und alles ist öffentlich von der Wetterdings, weil sie machen sich damit strafbar, wenn die das nicht ankündigen und trotzdem analysiert haben. Das ist ein Bestandteil des Staates, so wirklich das Wetter im Auge zu behalten, weil als in England damals dieser dichte Nebel war vor 60 Jahren, sind sehr viele Menschen gestorben, auch in England, und es hat sogar zu einer kleinen ökonomischen Krise in England geführt, und Queen Elizabeth hat dann so hart gehandelt, ist allein in die Krankenhäuser gegangen, man kann von ihr halten, was man will, und es war eine große Lehre für unser ganzes Kontinent damals, vor 60 Jahren. Seitdem gibt es, also ist nice to know, falls ihr das nicht wusstet, gibt es in fast jedem Land Leute, die explizit darauf angesetzt werden, Niederschläge, Luftfeuchtigkeit, dies, das, alles immer zu messen, damit man so etwas vorbeugen kann. Vorbeugen heißt, bevor etwas Schlimmes passiert, stoppen kann. Okay? Das heißt, Deutschland hat sowas auch. Und deren Pflicht ist es, das rechtzeitig zu sagen. Denen wurde es gesagt und die tun so, als ob es denen nicht gesagt wurde. Wann jetzt wer wie wo informiert wurde, da liegen mir jetzt gerade keine Informationen vor. Da würde ich bitten, auch vielleicht gegebenenfalls nochmal direkt beim Deutschen Wetterdienst nachzufragen. Wie unsensibel ist diese Antwort, okay? Wie peinlich, unsensibel, unprofessionell und gottlos ist diese Antwort, wenn du als jemand, der Deutschland gerade repräsentiert, für das ganze Land gerade ausgestrahlt wirst und wissen musst,
dass von diesen 160 gestorbenen Leuten die Familien auch zuschauen, wie sollen die von dir denken? Wie sollen sie von dieser Frau denken? Okay, so, scheiß drauf, dass es eine Frau ist, also es geht gar nicht darum. Ich erkenne sie einfach als ein Politiker, so. Geschlecht und so hat mich nie gejuckt, wirklich. Für mich sind alle gleich. Versteht ihr? Aber Bro, was ist das? Guckt jetzt weiter. Frau Herzog, da finde ich es ein bisschen frech, jetzt von Ihrer Seite zu sagen, wir sollen uns beim Wetterdienst melden. Die Warnung geht an Sie. Also können Sie uns was sagen, wann Sie diese Warnung erhalten haben? Also erstmal muss ich dazu sagen, wie jetzt das europäische Warnsystem konkret mit unserem zu tun hat, muss ich jetzt zugeben, die Info habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Das kann ich gerne nochmal nachfragen. Insofern müsste ich da eben erst nochmal mich selber informieren, wie da genau die Meldekette ist. Und Sie als Regierung werden gewarnt. Es ist so schlimm. Das ist einfach so cringe. Von der EFAS und ich möchte und wir möchten wissen, wann Sie gewarnt. Der Journalist, aber wirklich richtiger Ehrenmann. Wallah. Und das muss doch... Schau auch, wie herausfordernd und provokativ sie diese Grimassen schiebt, Digga. Müssen Sie doch wissen. Wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, wie... Auch, Digga, auch, dass man bei dem Thema lachend sagt, wir haben keine Ahnung, dass wir gewarnt worden sind. Jarak habt ihr keine Ahnung. Wie da genau die Meldung... Die juckt ihr einfach nicht. Man sieht einfach, es juckt die nicht. Es ist für die nicht mal eine große Sache. Es ist so nichts. Hochwasserschutzsysteme alle aktiviert waren, dass die Beteiligten vor Ort aber sagen auch, dass diese Wassermassen in einer bislang nicht gekannten Ausmaße gestiegen. Bro, ich küsse dein Herz. Die will damit in anderen Worten nur sagen, ja, wir wurden gewarnt. Man hat uns gesagt, dass wir gekriegt werden. Aber wir wussten nicht, dass wir so schnell gefickt werden. Wir dachten, wir werden erst in 2 Wochen, aber dann kam so schnell so viel Wasser, dass wir jetzt schon gefickt wurden. Das sagt sie. Mehr sagt sie nicht. Und man überhaupt, dass man als Mächte des Staats und gerade Gesicht des Staats in diesem Thema, in diesem expliziten Thema, warten viele Leute drauf, was die sagen und so. Das sind die, die was sagen dürfen. Dass man in so eine Pressekonferenz ohne jegliches Hintergrundwissen, Mitgefühl, Empathie oder auch einen Hauch an Sympathie reingeht, ist einfach so, es ist so, als ob man sagt, ihr juckt uns alle nicht, ihr Hühne. Wisst ihr, ich meine? Das hat mich gefickt, Bruder. Sie haben gesagt, die Nina-App hätte funktioniert, die betroffenen Anwohner vor Ort sagen, hat sie nicht. Wir haben die Information bekommen, dass die App funktioniert habe. Dann müsste man eventuell vor Ort nochmal klären, wie die Sache tatsächlich war. Das Ding ist, wallah, ich bin, Bro, das ist einfach, ich bin einfach so, es ist halt, die schieben das die ganze Zeit, ne, wüsste nichts. So, bloß nichts sagen. Und dieser Bitch, ihr werdet gleich sehen, was der macht, Bruder. Sie sagen, technisch habe alles funktioniert. Wer ist denn dann nun schuld? Also gab es Versäumnisse aus Ihrer Sicht? Aber, wir schaffen zwar nicht, Leuten ein SMS zu schicken, dass gleich ein Gewitter gibt und in 3 Tagen vielleicht alle sterben. Das schaffen, technisch kriegen wir das nicht hin. Aber rein biologisch Masken, die niemals diese Art von Viren stoppen werden, die wir jeden Tag tragen, zu verkaufen, schaffen wir sofort und Gesetze zu erlassen, dass, weil das Geld nicht mehr reicht und Leute schon ihre Masken behalten, dass man das dann sagt, Bro, jetzt brauchen wir eine FTP2-Maske, obwohl das genauso denselben Effekt hat und so. Das schaffen wir. Wir schaffen auch, wenn wir in Deutschland reinfahren, sofort eine Nachricht zu kriegen. Hey, bitte zieh eine Maske an, du bist in Deutschland. Pass bitte auf jeden auf, dies, das, jenes. Das schaffen wir. Aber wenn wirklich gerade eine Gefahr droht, ist das, ich küsse dein Herz, Bro. Das ist so lächerlich. Wisst ihr, ich meine, das ist lächerlich, Bruder. Ich denke, im Moment liegt der Fokus tatsächlich darauf, erstmal zu helfen und Menschen, die noch vermisst sind, zu finden. Nein, nein, nein. Der Fokus lag nicht daran, dass es den Menschen gut geht. Der Fokus liegt nur daran, dass es ganz kurz Hate gab gegen die Regierung, weil Angela Merkel seit, keine Ahnung, seit 7 Tagen sterben Menschen da
Und es kommt einfach keine Hilfe. Staat will kein Geld ausgeben. Und Leute haben Hass geschöpft so, und geschoben in Social Media. Dann hat man sich ganz schnell darum gekümmert, dass Angela Merkel in einem betroffenen Gebiet fotografiert wird. Das war die erste Hilfe. So, das brauchen die Leute. Der Typ, Bundesministerium. Jetzt guckt ihn an. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich muss das nochmal zusammenfassen. Mehrere Tage nach einer Katastrophe, die so viele Menschenleben gefordert. Es geht um Menschenleben. Der Reporter redet über was Emotionales und hat gerade direkten Augenkontakt zu dem Reporter. Er redet mit ihm über Tote. Mal zusammenfassen, mehrere Tage nach einer Katastrophe, die so viele Menschenleben gefordert hat, wie das in Deutschland bisher noch nicht der Fall war, sitzt. Er redet mit ihm einfach nicht mehr. Er ignoriert ihn, redet mit ihm nicht mehr und chattet auf sein Handy. Es geht gerade um die, die gerade gestorben sind. Jetzt, wisst ihr, die Bundesregierung hier und das Weiße Kabinett. Vor ganzem Volk, wohlbemerkt, wissend, dass er ausgestrahlt wird. Keiner, wann gewarnt wurde und an wen die Warnungen weitergegeben wurde. Ist das richtig? Ich denke, die Kollegin aus dem Verkehrsministerium hat deutlich gemacht, dass sie diese... Informationen so bald wie möglich nachreichen wird. Ich frage mich, was ihr Ministerium geglaubt hat. Schaut die an, Digga. Hat, was sie... Schaut bitte, wieso beißt sie auf ihre Unterlippen? Du bist ein beschissener Politiker. Du bist ein beschissener Politiker. Achte auf deine beschissene Mimik. Du musst dem Volk Hoffnung geben, wenn sie dich sehen. Du Bitch. Leute müssen sich denken, bald geht's uns besser. Unser Scheißkeller, wo alles, was wir je verdient haben, ist tot. Bald geht's uns besser. Was macht die? Bro. Die wollte gefragt werden. Haben Sie nicht mit dieser Frage, mit diesem Informationswunsch gerechnet? Danke für die Frage. Ich, ist auch nicht lustig. Nee, ich lache auch nicht. Ehrenmann, dass er sich gefickt hat. Ehrenmann. Über die Frage, aber die habe ich jetzt, also ich kommentiere diese Frage jetzt nicht. Das ist das Ding, Jungs und Mädels. Das meine ich. Genau das meine ich, Leute. Genau das meinte ich, Leute. Versteht ihr? Wenn ich so über Stadt rede und über das Land und alles Mögliche, über die Gesetze, über die Entscheidung, ob das Land Kredite nimmt von jemand Fremden, die sagen, Bro, die haben einfach keine Ahnung. Ihr müsst euch vorstellen, die meisten Länder werden einfach geführt von Idioten, die keinen Plan haben. Einfach von Idioten. Deren Gehirn, müsst ihr euch vorstellen, ist so, die meisten Politiker, Banker, Aktionäre, so gezüchtete Leute, die funktionieren müssen, die ihr Leben lang in der Schule waren, die haben so einen überdimensionalen Cruncher. Stellt euch vor, die Leute haben einen Horizont. Und deren Horizont ist nur hier. Dieser Kreis, den wurde es beigebracht, sich nur hier zu bewegen. Nur hier drin. Die gehen hier, aber die bleiben immer hier drin, Bruder. Immer hier drin, die Shababs. Obwohl, das ist schon sehr viel Platz eigentlich, ja. Ich gebe es zu. Trotzdem bleiben die hier. Okay? Und jetzt stellt euch vor, dieses Objekt befindet sich aber in einem Raum, in einer Stadt, in einem Land, in einem Universum, der sich in mehreren Universen befindet. Vielleicht gibt es auch multiple Zeitlinien, dann ist es noch unendlicher, versteht ihr? So, und die können gar nicht so denken. Wenn du damals einen überlebenden Offizier oder sonst was vom Zweiten Weltkrieg gefragt hast, yo Bro, wieso hast du einfach Kinder, die eine leichte Behinderung haben oder jüdische Kinder oder sonst wem, eiskalt ermordet? Du hast 2500 Kinder getötet. Was hat der Offizier darauf geantwortet? Er hat nicht geweint oder empathisch mitgefühlt oder, nee. Er hat einfach gesagt, ich habe meinen Befehl ausgeführt. Versteht ihr? Egal wie schlimm etwas ist, denken die in dem Kopf, nee, das ist ein Befehl von oben, muss ich tun, Digga. Versteht ihr? Das ist halt das Ding, Digga. Deswegen, ganz schwierige Leute, Alter.